guys ready? Seid ihr bereit? I did ask the question before. I want to ask it again to know whether you are seeing your praise. Ich will noch mal wissen, ob wir wirklich bereit seid. Everlasting Father, ewiger Vater, in the name of Jesus, in dem Namen Jesus, I thank you for what is happening here. Danke dir für das, was hier geschieht. And I thank you for what you said to do right now. Danke für das, was du vorhast. Holy Ghost, gerade jetzt, take over. Heiliger Geist, übernimm du. And glorify Jesus. Und verherrliche Jesus. In the name. In dem Namen Jesus. Everyone here say amen. Jeder sage Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. We're gonna have a message I want to share with you. Eine Botschaft für euch. Even time will walk with me. Auch die Zeit wird mit mir zusammenarbeiten. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. I want to go quickly to the book of John and chapter number 17 and verse 3. Glory ich to God forevermore. Johannes 17, Vers 3. I titled my message. Meine Botschaft heißt, if you only see Jesus. Wenn du nur Jesus siehst. That is the title of my message. Das ist der Titel meiner if Botschaft. If you only see Jesus. Wenn du nur Jesus siehst. You will never be the same again. Dann wirst du niemals dasselbe sein. There is no one. Es gibt niemanden, that has ever seen Jesus, der Jesus gesehen hat and remained the same. Und gleich geblieben ist. Impossible. Das ist unmöglich. Praise God. Preis sei Gott. We read in the Bible, wir haben in der Bibel about gelesen Zacchaeus. Über Zacchaeus. This guy heard about Jesus. Er hörte von Jesus. And Jesus was coming his way. Jesus kam zu uns. And because he was a short man, in seine Stadt und weil er klein war, he must be very short. Also er musste wirklich klein sein gewesen sein. He was also a crook. Und außerdem war er noch ein Betrüger. A tax collector. Ein Steuer. But he desired to see Jesus. Und aber er wollte trotzdem Jesus he sehen. He climbed tree. Und er ist auf einen Baum hochgeklettert. How did Jesus know with all the people around? Woher wusste Jesus, dass bei den ganzen Massen, die da waren, that someone was up, dass da jemand auf dem Baum oben war? Also ist er hingegangen und sagt, komm herunter, ich bin heute dein Gast. And when Jesus was in his house, und als Jesus in seinem Haus war, for nobody told him you are a cheat. Niemand ihm gesagt, ach, du bist so ein schlechter Mensch, so ein Betrüger. It said Jesus, er hat gesagt, Jesus, anybody, wenn ich von irgendjemandem etwas zu viel genommen habe, restore, werde ich das mehrfach zurückzahlen. How did that happen? Wie ist das passiert? He encountered er hatte Jesus. Eine Begegnung mit Jesus. Listen to me. Hör mal zu. The struggle in life, das die Probleme im Leben is because we've not seen who Jesus is. Ist das so, weil wir Jesus noch nicht richtig gesehen haben? If you see Jesus, wenn du Jesus siehst, you will never be the same again. Dann wirst du niemals mehr derselbe sein. You know what they said as someone is backslided into the world as a Christian. Manche sind Christ und gehen aber dann wieder zurück in die Welt. The person had not seen Jesus. Aber die Person hat Jesus noch nicht wirklich listen gesehen. Listen to me. You cannot see Jesus and backslide. Du kannst nicht Jesus sehen und dann gehst du wieder zurück in impossible die Welt. Das ist unmöglich. Praise God. Preis sei Gott. See, Jesus, there is nothing you can compare him with. Du kannst Jesus mit nichts vergleichen. Nothing. Nichts. You saw Jesus? Du hast Jesus gesehen? And you are the same? Und du bist gerettet? There is nothing you can see. You see love. Dann siehst du Liebe. You see glory. Du siehst Herrlichkeit. You see beauty. Du siehst Schönheit. You see dignity. Du siehst Würde. You don't want to go away from him anymore. Du möchtest nicht mehr weg von ihm. If you begin to give excuses why you don't go to Jesus, you don't know him. You've not seen him. Wenn du Ausreden vorbringst, warum du keine Zeit mehr mit Jesus verbringst, dann kennst du ihn noch nicht wirklich. Praise God. Preis sei Gott. You remember the story of Paul. Denk an Paulus. You remember? Du weißt, wer er ist. He was up. See, when they killed one of the servants of Jesus, disciples of Jesus. Als ein Jünger von Jesus getötet wurde. He was there. Stand er daneben. He commanded him for his death. Er hat es den Tod in Auftrag gegeben. Paul. Paulus. He did a lot. Er hat so viel getan. But one day, aber eines he was Tages on his way war er auf seinem Weg, to do the same thing. Um nochmal dieses zu tun. And all of a sudden, und plötzlich Jesus showed up. Kam Jesus zu ihm. Awesome. So stark. This same Paul. Und dieser Paulus is the name highly mentioned in the Bible among the disciples of Jesus Christ. Der Paulus, der wird von den Jüngern Jesus am häufigsten in der Bibel erwähnt.
Paulus. He met Jesus. Er begegnete Jesus. You know what you need? Weißt du, was du brauchst? You see all the stories we tell. All die Geschichten, die wir haben. Because we've not seen Jesus. Ist, weil wir Jesus noch nicht gesehen haben. You can't see Jesus and think of different. No, it's not. Du kannst nicht Jesus sehen und dann kommen dir andere Dinge in den Sinn. Look at the prayer Jesus prayed for his disciples. Schau mal, was Jesus für seine Jünger gebetet hat. When, the night before he was das betrayed. War vor seinem Tod. And then he prayed for the disciples. Und er hat für seine Jünger gebetet. He said that he said, and this is life eternal, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Jesus knew, they didn't know who God is, and neither who Jesus Christ is. Und Jesus betete für sie, weil er wusste, sie wissen nicht, wer Gott ist und wer Jesus ist. Und deswegen sagte er, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Praise God. Preis dem Herrn. If you only see Jesus, wenn du nur Jesus sehen könntest, your questions will be answered. Dann sind alle deine Fragen beantwortet. Amen. Amen. The woman of issue of blood. Die blutflüssige Frau. She heard about Jesus. Sie hörte von Jesus. And she concluded. Und sie hat sich entschlossen. What I've heard about this man. Hat gesagt, was ich von diesem Mann gehört habe. Das ist so wunderbar. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Praise God. Preis sei Gott. She heard about Jesus. Sie hat von Jesus gehört. She heard that Jesus raised the dead, sie healed the sick. Dass Jesus Tote auferweckt, Kranke heilt. Stop deaf ears. Tauben die Ohren öffnet. Open blind eyes. Blinden, dass sie wieder sehen she können. She heard it. Sie hörte davon. Said, this man Jesus. Und sagte, dieser Mann Jesus. I go. Da gehe ich hin. What I need, was ich brauche, so touch the aim of his ich muss nur sein Gewand berühren. And I will be made whole. Dann bin ich geheilt. She knew this man, sie Jesus, wusste, is special. Dieser Mann ist was Besonderes. If you only see Jesus, wenn du nur Jesus siehst, you will never be the same dann wirst du niemals mehr derselbe sein. If you can see Jesus, wenn du Jesus sehen kannst, you will never be the same dann wirst du niemals mehr derselbe sein. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem Herrn. This woman touched Jesus and she was made whole. Diese Frau berührte Jesus und wurde gesund gemacht. You see, if you see Jesus, wenn du Jesus your siehst, questions will be answered. Dann sind deine Fragen beantwortet. Your question about whether there is God, deine Frage, gibt es Gott überhaupt? It will be answered. Das ist beantwortet. Paulus, when he saw Jesus on the way to Damascus, als er Jesus begegnete auf dem Weg nach Damaskus, he said, Lord, hat er gesagt, Herr, what do you want me to do? Was willst du, dass ich tun Who soll? Told him that Jesus is Lord? Woher wusste er, dass Jesus der Herr ist? Praise God. Preis sei Herr. If you only see Jesus, wenn du Jesus einfach nur sehen kannst, your questions will be answered. Dann sind deine ganzen Fragen beantwortet. It is impossible to see Jesus and not fall in love with him. Und es ist unmöglich, dass du Jesus siehst und dich nicht in ihn verliebst. Impossible. Das ist unmöglich. He is beauty. Er ist Schönheit. He is dignity. Er ist Würde. There is no word to describe Jesus. Es gibt gar keine Worte, um Jesus zu beschreiben. There is no word to describe him. Es gibt keine Worte, um ihn zu Praise beschreiben. God. Preis dem Herrn. And that is the only time you begin to know, understand how much he loves you. Und dann verstehst du auch, wie sehr er dich liebt. How much he loves you. Wie sehr er dich liebt. Praise God. Preis dem Herrn. And when you understand how much he loves you, und wenn du verstehst, wie sehr er dich liebt, you will understand that your life counts verstehst before du, God. Dass dein Leben vor Gott wichtig ist. You will understand that other people's life counts. Du verstehst auch, dass das Leben der anderen Menschen wichtig ist. And that is what the Bible says. Und da sagt die Bibel, for God so much loves so the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt, he gave his own dass er seinen eingeborenen Sohn gab. And anybody that believes damit in him jeder, der an ihn glaubt, will not perish. Nicht verloren will have everlasting sondern ewiges Leben hat. You will understand that everybody is somebody in God's eyes. Du wirst verstehen, dass jeder wichtig ist in Gottes Augen. Praise God. Irrespective of your color, where you come from, no. Egal, everyone counts before welche God. Welche Hautfarbe du hast oder wo du herkommst, jeder ist wichtig vor Gott. Praise God. Herrn. You can go to church all your life. Du kannst dein ganzes Leben lang in die Kirche oder Gemeinde Jesus, gehen, wenn du Jesus nicht siehst. You remain the same. Dann bleibst du derselbe. You'll be a churchgoer. Und dann bist du einfach nur ein Kirchengänger. You still don't know who Jesus aber is. Weißt trotzdem nicht, wer Jesus eigentlich Praise ist. Praise God. Praise God. Preis dem Herrn. Can we see the book of 2 Corinthians in chapter number 5, verse 15 through 17? Glory to God. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15 bis 17.
Jesus. Jesus. James. Jakobus. The brother of Jesus. Der Bruder von Jesus. The ones that were born after him. Also sein kleiner Bruder. Also Jesus war der Große. They did not believe in him. Sie glaubten nicht an ihn. Jesus had friends. Jesus hatte Freunde. They say he was mad. Die haben gesagt, das ist doch verrückt, was der sagt. They didn't know who he was. Sie wussten nicht, wer Jesus eigentlich war. Nein. Until James saw Jesus. Bis Jakobus Jesus gesehen hat. James saw Jesus. Jakobus sah Jesus. Crucified. Gekreuzigt. Buried. Begraben. Rose from the dead. Auferstanden. Before his eyes. Vor seinen Augen. Jesus. Ist Jesus. Ascended up to heaven. In den Himmel aufgefahren. He was like, oh my God. Er sagte, oh mein Gott. I lived with God. Ich habe mit Gott gelebt. In same house. Im selben Haus. 33 years. 33 Jahre. And I wasn't away. Und ich habe das nicht gemerkt. Ate with him. Ich habe mit ihm gegessen. I didn't know about it. Ich wusste nichts davon. That this was God. Er wusste that this was God. Dass das ist Gott. Ich wusste nicht, dass es Gott ist. Praise God. If you only see Jesus. Wenn du nur Jesus sehen kannst, dann das ist alles, I don't was du care brauchst. What you have. Egal, wo du gerade bist. If you can see Jesus. Wenn du Jesus sehen kannst. Case over. Dann ist der Fall erledigt. Praise God. Preis sei Gott. If you only see Jesus. Wenn du nur Jesus sehen kannst. You will love him. Dann wirst du ihn lieben. You will love him. Du wirst ihn lieben. Praise God. Preis dem Herrn. He said, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Glory to God. Ehre sei Gott. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, because Paul, he saw Jesus in Jerusalem. He saw him one of the religious leaders. Kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Also Paulus hat ja auch Jesus vorher schon gesehen, wo Jesus in Jerusalem war. Aber yeah, he said, henceforth, we don't want to see this same Jesus we saw. You need to see him in glory. Dieser Jesus, den wir gesehen haben, du musst ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Praise God. Preis sei Gott. James was terrified. Jakobus, er war so überrascht. To know that that man was God. Als er herausgefunden hat, sein Bruder war Gott. Praise God. Preis dem Herrn. Amen. Can you see the book of Mark in chapter number 3 verse 20 through 21? Glory to God. Können wir mal uns anschauen, Markus 3. Verse 20 through 21. Glory to God. 20 bis 21. And the multitude came down together again, so that they could not so much as eat bread. And when his friends, that Jesus had friends, okay? And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him. For they said, he is beside himself. That he is crazy. He's und a mad guy. Er kommt his in friends. Ein Haus und wieder kommen die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen und Freunde es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Praise God. Preis dem Herrn. You understand what I'm verstehst saying? Du, was ich meine? They saw him down the way around, but sie they didn't see him anders, in his glory. Anders gesehen, aber noch nicht in seiner Herrlichkeit. Even some of his disciples doubted. Selbst einige seiner Jünger zweifelten. Ist das wirklich dieser Jesus? Hey, could you see the book of Matthew in chapter 28 in verse 17? Matthäus 28, Vers 17. Praise God. Preis dem Herrn. And when they saw him, they worshipped him, but some. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Praise God. Preis sei Gott. Do you understand? Verstehst du das? I don't want to go deep, okay? Ich möchte da jetzt nicht so tief reingehen. I want you to see the book of Revelation in chapter number 1 and verse 9. Lass uns mal anschauen. You will see. Offenbarung 1, Vers 9. It's just because of time. I don't want to. It's going to be from 9 to 19.
Von Vers 9 bis 19 ist die ganze Stelle. In this case, und in diesem Fall, John, war Johannes, the disciples of Jesus, der Jünger von Jesus, that lean on his bosom, der auf seinem Schoß gelegen hatte. This same John, dieser Johannes, saw Jesus. Er sah Jesus. He said the brightness of his face. Und er sagt, sein Gesicht war so hell. Like the sun when the sun is in its strength. Wie die Sonne, wenn die ganz hell scheint. John said. Johannes sagte, he was like a dead er man. Fiel hin wie tot. And Jesus touched him und Jesus berührte and said, fear not. Und sagte, fürchte I am nicht. He ich bin der, that was dead. Der tot war. I am alive ich bin lebendig forevermore. Für immer. I am the Alpha ich bin das Alpha and the Omega, und Omega the beginning der Anfang and the ending. Und das Ende. Shout hallelujah. Hallelujah. The first der Erste and the last. Und der Letzte. Praise God. Preist dem Herrn. The guy said he was like a dead man to see the same Jesus but in glory. Er sah denselben Jesus, aber jetzt war er in Herrlichkeit und dann fiel er hin vor ihm wie tot. This is what happens when someone encounters the Son of God. Was passiert, wenn wirklich jemand dem Sohn Gottes begegnet? He will love him. Er wird ihn lieben. Listen to me. He is the reason er ist der Grund for our living. Warum wir leben. He is. Das ist er. Without him, ohne ihn there will be no us. Gibt's uns gar nicht. He deserves the praise. Er verdient das Lob. He deserves the first place. Er verdient den ersten Platz in our lives. In unserem Leben. Amen. Praise God. Preist dem Herrn. If you see Jesus, wenn du Jesus siehst, you will laugh at your past, dann kannst du über deine Vergangenheit and lachen rejoice at the future, und freust dich über deine Zukunft. Because you know the future, weil du weißt, deine Zukunft bring good stuff. Ist gut für dich. Say amen. Da liegt Gutes vor dir. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. If you see Jesus, wenn du Jesus siehst, if you only see Jesus, wenn du nur Jesus sehen kannst, life will never be the same dann wird dein again. Leben nicht mehr dasselbe sein. There are ways to encounter Jesus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder Weisen, um Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen. It could be from the Word of God. Vielleicht siehst du ihn im Wort Gottes. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. Then the people that have read the Word, manche lesen das Wort and they saw Jesus, und sie sehen Jesus. And they are like, wow. Und sie sehen, wow. It's just like the husband of our sister, wie der Mann unserer Schwester, but he said, eating the Bible, der die Bibel verschlingt. He couldn't stop eating, you know, kann reading. Kann gar nicht aufhören, das he das to read and read. Er liest und liest. For him, is this real? Für ihn ist es, stimmt das wirklich? Ist es wahr? A man that could not sleep for days. Einer, der tagelang nicht schlafen konnte. Couldn't eat. Und auch nichts essen konnte. He goes to work. Er ist auf Arbeit gegangen. Was very active. War sehr aktiv. And the wife said, how could something happen? Und die Frau sagte, wie kann sowas passieren? Er ist nicht müde geworden. But the moment, aber in dem Augenblick, that demon left him, als dieser Dämon verschwunden was ist, so tired, war er so müde, he slept the whole night, dass er die ganze Nacht geschlafen the next hat. Day, am nächsten Tag he was sleeping. Hat er noch weiter geschlafen. Why? Warum? That negative power left. Diese negative Kraft ist what cost it? Woher ist die gekommen? Jesus. Und was hat die vertrieben? Jesus. 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 Brought freedom. Jesus hat Freiheit gebracht. Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. So it is impossible. It is possible that you. Now, what I want to say is that it is very, very impossible for you to encounter Jesus and remain the same. Was ich nochmal sagen möchte, wenn du Jesus begegnest, dann wirst du verändert. Es ist like, unmöglich, nicht verändert zu like werden. I said before, wie ich schon vorher sagte, you can encounter Jesus and backslide. Du kannst nicht eine Begegnung mit Jesus haben und dann gehst du wieder zurück in die Welt. You judged yourself. Da hast du dich selber schon verurteilt. Can we see Hebrews in chapter number 6, 4 to 6? Hebräer 6, 4 bis 6 kurz anschauen. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come.
it is impossible. Dann ist es unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. If they shall fall, excuse me, if they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. So the Bible is trying to let us know those people, it is impossible after seeing Jesus and you go back. Und doch aufgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Wie gesagt, ist, wenn du einmal, also wenn jemand Jesus gesehen hat und ihm begegnet ist, es ist unmöglich, da zurückzugehen. And I want you to understand that Jesus cannot force himself on anyone. Und ich will auch, dass du weißt, Jesus zwingt sich niemanden auf. But God somehow is talking to your heart. Aber Gott spricht trotzdem zu deinem Herzen. And he wants you to respond. Und er will, dass du darauf reagierst. You can encounter Jesus. Du kannst Jesus begegnen. In fellowship. In der Gemeinschaft. You can encounter Jesus. Im Gottesdienst. Du kannst Jesus dort begegnen. Amen. There will be a kind of encounter that will be born in your heart. Es gibt eine Begegnung, die richtig tief sich einbrennt in dein Herz. I have seen Jesus 3 times. Ich habe Jesus 3 Mal gesehen. Mine might be different from yours. Vielleicht ist es bei mir ganz anders wie bei dir. I was very hungry. Ich war sehr, sehr hungrig. I was seeking God Almighty. Gott, den Allmächtigen, gesucht. To know him more. Ich will ihn mehr erkennen. And I saw Jesus. Dann habe ich Jesus gesehen. He showed up. Er hat sich gezeigt. And my life has never been the same. Und mein Leben ist seitdem nicht mehr you dasselbe. Can take anything from my life. Du kannst alles von meinem Leben wegnehmen. But it will not affect my relationship aber with Jesus meine Christ. Beziehung zu Jesus wird sich dadurch nicht verändern. Amen. Amen. Praise God. I want you to understand ich möchte es dir verstehen. If your life wenn dein your Leben, character dein Charakter remains the same, gleich bleibt, like before you came to Jesus, also unverändert wird, ist, like so, it was before also you came to Jesus, dass du so bist, wie du vor deiner, wie du warst, wo du, bevor du zu Jesus gekommen bist. Sorry, you've not seen him. Dann hast du Jesus noch nicht gesehen. You can't see Jesus and not love. Du kannst nicht Jesus sehen und nicht ihn lieben. You can't see Jesus and not love people. Du kannst Jesus nicht sehen und Menschen nicht lieben. It is impossible. Das ist unmöglich. Amen. Amen. See, relationship with Jesus, weißt du, die Beziehung mit Jesus is not soulish. Ist nicht eine seelische Beziehung, is a spiritual sondern one. Eine geistliche Beziehung. The Bible says, die Bibel sagt, if you walk in the flesh, wenn du im Fleisch wandelst, you will die. Wirst du sterben. But if you walk in the spirit, aber wenn du im Geist wandelst, you will live. Wirst du leben. Praise God. Preis dem Herrn. You see, the soul, see, in your soul, in deiner Seele, you get excited. Dann bist du mal begeistert. After some time, aber nach einer Zeit, you're weak. Bist du wieder ganz but schwach. In your spirit, aber in deinem Geist, there may be no reason for you to be excited. Da gibt's vielleicht absolut keinen Grund, dich gerade zu freuen. You just know. Aber du weißt einfach, this Jesus, dieser Jesus, I have seen him. Ich habe ihn gesehen. Nobody can tell me anything. Niemand kann mir was anderes einreden. If you see Jesus, wenn du Jesus siehst, you will know he's more than what you were told. Dann weißt du, dass er viel mehr ist, als was du von ihm schon gehört praise hast. God. Praise God. Preis dem Herrn. Not soulish relationship. Nicht eine seelische Beziehung. You see, at times we make some decisions in our soul. Manchmal treffen wir Entscheidungen in unserer Seele. And we think it's God. Und wir denken, dass die kommen von Gott. But if it's from the Spirit, aber wenn sie vom Geist when the storms come, dann egal, ob es gerade stürmt, you will be strong. Du wirst du trotzdem stark praise sein. God. There is a story I told you guys sometime. Hier gibt es eine Geschichte, die ich schon euch mal erzählt habe. About a guy. Gab's einen Mann, I pray that God help me not to call his name, okay? Right. Ich bete, dass Gott mir hilft, seinen Namen nicht zu nennen. And he came to me. Er kam zu mir. He liked a woman. Er mochte eine Frau. And told me. Hat mir gesagt. God told me. Gott hat mir gesagt. To marry this woman. Diese Frau zu heiraten. I said, God told. Ich habe gesagt, Gott hat es gesagt. Sagte ja. I said, please go and pray and ask God where. Dann habe ich gesagt, geh noch mal hin, bete und frag Gott wirklich. He went. Ging hin. He came back. Kam zurück. After 1 week. Nach einer Woche. He said, sir. Sagte, Pastor. Honestly, I prayed. Also ich habe gebetet. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Das ist genauso. So I asked him, go back and pray, please. Geh bitte noch mal und bete noch mal. And he went and prayed.
Und dann ist er dann nochmal gebetet. And came back. Kam zurück. So, in fact, und sagte, also, God didn't change his mind. Gott hat seine Meinung nicht geändert. So I asked him, dann habe ich ihn gesagt, how old do you think that woman is? Was denkst du denn, wie alt diese Frau ist? I say, you, the way I see you would like to have kids, right? Und sag, willst du denn Kinder haben, oder? He said, yes. Ja, klar. I say, how old? Was denkst du, wie alt diese Frau ist? Say around 30 or 35. Vielleicht 30, 35. And himself was 26. Er war 26 zu der Zeit. I asked him to go back and pray and ask God, please, this last one. Bitte noch einmal. He prayed. Er hat gebetet. And he came to my office. Und dann kam er in mein Büro oben. Knock at the door. Hat angeklopft. So stood at the door and said, how was it? Und dann stand er so in der Tür und ich sagte, und was ist? He said, sir, honestly. Er sagt, also wirklich, also God said, Gott hat gesagt, diese Frau soll ich heiraten. So, praise God. So I said, that lady, diese Frau ist 52 Jahre alt. And I look at his face. Und dann habe ich sein Gesicht gesehen. His face fell. Sein Gesicht ist so nach unten gegangen. So when I look at his face, und als ich ihn angeschaut habe, ich musste mich da hinter meinem Schreibtisch ein bisschen verstecken, weil ich nicht wollte, dass er mich sieht, wie ich gerade aussehe. So as someone encouraged not to laugh. Ich habe mich wirklich bemüht, nicht zu lachen. So I got up and said, I call his name. God helped me. I called his name. Dann habe ich seinen Namen genannt und habe gesagt, I said, what do you say now? Na, was sagst du jetzt? He was holding my door like this. Er hat die Tür so gehalten. And he said, sir, und er dachte, sir, also wirklich, I will tell God no. Also ich werd Gott Nein sagen. Ich habe gesagt, you would tell God du no. Wirst jetzt Gott Nein sagen. You kidding? Das meinst du nicht ernst. I said, if you had come to me, wenn du zu mir gekommen wärst, me, hättest du mir gesagt, I like this woman. Ich mag diese Frau. It's good. Das ist was Gutes. And not to tell me that God told aber nicht sagen, you. Gott hat mir gesagt, ich soll das machen. And then you are now changing it. Und jetzt veränderst du das. You say you would tell God no. Und jetzt willst du Gott sagen, nein. Praise God. Preist dem Herrn. Hey, glory to God. Ehre sei Gott. Praise God. Preist dem Herrn. You need to see Jesus. Du musst Jesus sehen. And when you see him, wenn du ihn siehst, your life will never be the same again. Wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. You will all tell him no. Du wirst ihm nicht Nein sagen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. In your soulish realm, in deiner Seele, you make mistakes, machst du Fehler. But in the spirit, aber im Geist, you are stable. Da bist du stabil. Even when everything turns against you, auch wenn alles sich gegen dich wendet, you say, I know that my Redeemer lives. Sagst du, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. And he will stand for me. Und er wird bei mir sein. On the face of the earth. Auf der Erde, in the later days, in den letzten Tagen, I know it. Ich weiß my es. Eyes will see. Meine Augen werden ihn sehen. Another person will not tell me. Ich werde es nicht von jemandem hören. That was Job. Das ist, was Hiob he sagte. Knew there is er God. Wusste, dass es and Gott ist. Und wir müssen es genau we are not coming to play. Wir kommen nicht, um zu spielen. This is not a religion. Das ist keine Religion. This is a lifestyle. Sondern ein Leben. The lifestyle of a man called Jesus. Das Leben des Mannes, der Jesus heißt. Man that left heaven. Der den Himmel verlassen why hat. Why will he leave heaven? Warum soll er den Himmel verlassen? And came into this broken world. Hier in diese kaputte Welt. And died. Ist gestorben. What a God. Was für ein Gott. What a God. Was für ein and Gott. And when he came, he said. Und als er gekommen ist, sagte I er. I am the way. Ich bin der the Weg, truth die Wahrheit and the life. Und das Leben. Nobody will come niemand to God kommt zu Gott except als through nur me. Durch mich. And people want to go through to God through different und ways. Und die Menschen wollen andere Wege suchen, um zu Gott zu kommen. To see Jesus, aber um Jesus zu sehen, you got to know who he is. Dann musst du wissen, wer er who ist. Is he? Wer ist denn Jesus? Who is Jesus? Wer ist Jesus?
One of the prophets, eine der Propheten, more than a prophet. Viel mehr als das. Amen. Amen. Who is Jesus? Wer ist Jesus? One of the gods. Einer der Götter. You serve this and serve this and serve this and serve Jesus also. Dem. Und Jesus kommt halt auch noch mit dazu. No. Nein. He said, I am the way. Ich bin der Weg. I am the life. Ich bin das Leben. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. You looking for truth? Du suchst Wahrheit? It's in Jesus. Die ist in Jesus. Praise God. Preis dem Herrn. If you only see Jesus, wenn du nur Jesus sehen and kannst, to see him, und ihn zu you sehen, gotta know who he is. Heißt, du musst wissen, wer er ist. Amen. Amen. Jesus is the living word of God. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. John chapter number 1 and from verse 1 to 5 it says. In Johannes 1, 1 bis 5 steht. In the beginning, im Anfang was the word. War das Wort. And the word, und das Wort was with God. War bei Gott. And the word, und das Wort was God. War Gott. All things, und alles was made by him. Wurde durch ihn geschaffen. And without him, ohne was ihn not anything made wurde that was made. Nichts geschaffen, was geschaffen he is the light that shines in the darkness. Er ist das Licht, das im Dunkeln leuchtet. Jesus. Jesus, er ist das Licht. And he shines, and darkness has no power to withstand him. Und er scheint, und die Finsternis kann ihm nicht widerstehen. When he comes into you, wenn er in dich hineinkommt, lights of God will be turned dann on. Wird das Licht Gottes in dir entzündet. See, Jürgen's mom, Jürgens Mutter, she said, sie sagt, from gesagt, the very day she came here, ab dem Tag, wo sie hierher gekommen she ist, said, hat sie gesagt, my soul sinks. Meine Seele sinkt. Sinks in me. Meine Seele sinkt I mean, in mir. I mean, she was always Christian for she became a Christian when she came sie here. Sie war vorher kein Christ, sie ist hier Christ geworden. See, my soul sinks. Meine Seele sinkt. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem Herrn. Very important. Amen. Sehr when you know who Jesus is, wenn du weißt, he's the living Jesus word of God. Er ist das lebendige Wort Amen. Gottes. If you went to heaven now, wenn du jetzt in den Himmel gehst, he will not be called Jesus. Er wird nicht Jesus genannt, he's called the word sondern of God. Das Wort Gottes. Say amen. Amen. The word that was made flesh. Das Wort, das Fleisch geworden the word God spoke. Das Wort, das Gott gesprochen took flesh. Hat, ist Fleisch geworden. You can see that in the book of Revelation chapter 19 and from verse 9, 10, 11. Und du siehst in Offenbarung 19, 9, 10 und 11. Jesus is not an angel. Jesus ist kein Engel. He is God. Er ist Gott. And he is here now. Und er ist jetzt hier. He is not an image. Er ist kein Bild. Like many think. Wie viele denken. He is God. Er ist Gott. He is real. Er ist real. You see, religion, Religion tries to substitute Jesus with something else. Jesus mit irgendwas anderes zu ersetzen. I want to say to you, ich will dir sagen, like I do say before, wie ich auch schon there is sagte, a vacuum in every human. Jeder Einzelne hat ein Vakuum in sich. That there is only one person that can fill. Und dieses Vakuum kann nur ein einziger füllen. And that is God. Und das ist Gott. If you give it to any wenn du das mit anderen Dingen füllen möchtest, dann wirst du leer sein. You may have all the money vielleicht the hast world, du das ganze Geld der but Welt, something is missing. Aber etwas fehlt. You know it. Du weißt es. You may be happy for some time. Vielleicht bist du eine kurze Zeit glücklich. Then und it's dann gone. Ist es weg. But if you get aber Jesus, wenn du Jesus hast give him the place, und ihm den Platz gibst, you will come up on top. Der ihm zusteht, dann wirst du an der Spitze stehen. A blessed person. Und weil du gesegnet bist, you gotta see Jesus. Du musst Jesus sehen. Praise God. Preis dem Herrn. You heard Jürgen? Hast Jürgens Zeugnis some even gehört. Believe einige glauben sogar, their own God, dass sie selber der eigene Gott sind. Like she said, wie sie gesagt her hat, sister said, ihre Schwester sagte, that money is her God. Geld ist ihr Gott. She only knows about herself. Sie wusste das nur but von now, sich. Aber she jetzt encountered Jesus. Hat sie Jesus gesehen. Praise God. Some people say nature is their God. Manche sagen, die Natur ist Gott. Yeah, nature. Somebody made the nature. Ja, jemand hat die Natur gemacht. Germany belongs to Germans. Deutschland gehört den Deutschen. It doesn't just ist nicht einfach so. No, it's not no man's land. Es ist kein Niemandsland.
Praise God. Preis sei dem Herrn. Is that true? Stimmt es? The earth. Die Erde belongs to God. Gehört dem Herrn. His word created it. Sein Wort hat es geschaffen. Yeah, we give yeah. God respect and give those things respect. Wir geben Gott Respekt und auch diesen Dingen Respekt. No. Nein. Praise God. Preis dem Herrn. If you want to be fulfilled, wenn du erfüllt sein möchtest, give God his place. Dann gib Gott den Platz, der ihm zusteht. Praise God. See, that vacuum. Weißt du, dieses Vakuum, if you don't give it to God, wenn du es nicht Gott gibst, you will go for something else. Dann wirst you would du definitely go for something. Was anderes damit versuchen zu füllen. And at the end, und am Ende those things will not bring you joy. Wirst du aber keine Freude erleben. If you want, wenn du willst, ship cruise all your life. Dann kannst du dein ganzes Leben auf einer Kreuzfahrt verbringen. Dein ganzes Leben lang. Joy Freude for some moment. Für einen eigenen Augenblick. And you feel the emptiness. Und dann fühlst du dich wieder ganz leer. May God help us. Möge Gott uns helfen in Jesu Namen. So if God is waiting for you, wenn Gott auf dich wartet, why would you go for something else? Warum willst du was anderes suchen? Why? Warum? Could make the decision for him. Entscheide dich für ihn. Don't give it to something else. Gib's nicht andere, gib seinen Platz nicht jemand anderem. Everything you will ever need is in him. Alles, was du je brauchst, ist in Do you Jesus. Understand me? Verstehst give du? Him his place today. Gib ihm heute seinen Platz. Listen, the children of Israel, die Kinder Israels, when they asked Aaron, als sie zu Aaron gingen, to make God for them, um ein Gott für sie they just zu bauen, need one because Moses was out for some time. Mose war lange Zeit schon seit langem weg. Make und sie sagt, komm, God. Mach uns einen Gott, den wir sehen something. Können. Wir brauchen was. We need an image that wir brauchen we can ein Bild, was wir anbeten können. You know why? Weißt du warum? For God was not in the place, denn in his place. Gott war, hatte nicht den Platz bekommen, den er verdient hat. Praise God. Preis dem Herrn. And God sent his son. Gott hat seinen Sohn gesandt, to show us God. Um uns Gott zu zeigen. You know why? Weißt du warum? Because you and I count. Weil du und ich, weil wir wichtig sind vor ihm. That because everybody jeder Einzelne is somebody ist ein jemand in, God's eyes. In Gottes Augen. That's why he let him die. Deshalb hat Jesus in den Tod geschickt. Because he want us saved. Denn er möchte uns retten. He want us healed. Er möchte uns heilen. He wants us restored into er möchte fellowship. Uns wiederherstellung, dass wir herstellen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Because he loves you. Denn er liebt dich. He was crucified. Er wurde gekreuzigt. For our offenses. Um unsere Vergehen. And he was raised again. Und er wurde wieder auferweckt. For our justification. Um unsere Rechtfertigung willen. In this moment. Und in diesem Augenblick. Is your moment. Dieser Augenblick ist dein he Augenblick. Died. Er ist gestorben. And God raised him up. Gott hat ihn auferweckt. So you might live. Damit du leben kannst. If you can see Jesus. Wenn du Jesus sehen kannst. Who said? Der gesagt hat. I paid for you. Ich habe für dich bezahlt. If you can see him. Wenn du ihn sehen kannst. With the eyes of your spirit. Mit den Augen deines Geistes believe und glaube, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist, case over. Dann ist der Fall erledigt. Lass uns aufstehen.